Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play. In der 18. Folge hatten wir hier aufgehört und nun geht's endlich weiter. Vorher zerdeppern wir hier nochmal die kleinen Kartons. Und dann schauen wir nochmal, was wir so machen müssen. Liegt hier noch irgendwas rum? Das ist wieder etwas blöd. Hier ist natürlich wieder dunkel. Wir müssen uns ja nun auf den Weg zur Forschungseinrichtung machen. Norton hatte Isaac ja in der letzten Folge da oben in diesem kleinen Käfig eingesperrt. Dafür kriegt er noch eine Schelle, wenn wir es dann mal wieder hinbekommen und den treffen sollten. Aber vorher gehe ich nochmal an die Bank ran, tausche nochmal die Sondenwaffe aus und hole mir die Energiekanone aus meiner Bank. Wo haben wir sie denn? Energiekanone. Oder nehme ich doch was anderes? Mal gucken. Maschinenpistole. Ne, ich nehme die Energiekanone. Tausche ich jetzt für die Sondenwaffe aus. Genau. Dann lege ich nochmal die Medipacks hier rein. Und ein Stasepack. Ah, ich packe zwei Stasepacks rein. Wer weiß, was wir jetzt mal wieder finden sollten. Nachher habe ich wieder keinen Platz im Inventar. Das ist ja auch immer so ein Ding hier bei Dead Space 3. Genug Munition habe ich auch noch. An die 800 Schuss. Das sollte auf jeden Fall reichen. Und wenn die Tür hier endlich mal aufgeht, würden wir auch weiterkommen. Warten. Ja, auf was denn? Auf schönes Wetter oder wie? Als ob der Eisplanet hier noch tauen würde. Oh, wow, wow, wow. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er also. Der Markerkiller Isaac Clarke. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber wir anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey, Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren wir. Die Marker hatten einen Plan für uns, aber wir nahmen das, was ein großartiges Geschenk war, und pervertierten es. Himmel, ersparen Sie uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung, befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Dennick. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Aber ich kann nicht auch nur einen von ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Hat sie das hergebracht? Hier! Oh, ho, ho, jetzt geht's los. Jetzt kommen die anderen Typen. Da sind drei von denen, hinter dem Felsen. Ja, den einen habe ich schon mal erledigt. Was geht jetzt ab? Oh nein. Was soll das? Wollen Sie mich verarschen? Bewegung noch, los doch! Ja, und Isaac mal wieder mittendrin statt nur dabei. Ach du Scheiße. Warum muss ich immer gegen so eine Viecher kämpfen? Das gibt es doch gar nicht. Was soll ich denn hier machen? Ach, da draufballern, wa? Oh nein, 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 nee, ihr schon wieder. Boah, komm, hier verpasse ich jetzt eine. Komm mal her. Double Time. So.
Warte, Munition ist voll. Da muss ich bestimmt reinballern. Genau. Also dieses gelbe Ding, da müssen wir auf jeden Fall reinballern. Boah, war das knapp. Oh nein, nicht hier schon wieder. Gib die Munition her. Boah, und Isaac verpasst ja gleich eine. Das gibt's ja gar nicht. Und noch eine. Jetzt ist aber Ende Gelände, Freundchen. Nochmal hochheilen. Medipack, komm. Mach das Ding da auf. Schießen Sie auf die gelben Stellen? Ja, ist ja schon klar. Ich glaube, wir machen's nur wütend. Nein, es funktioniert! Boah, haut rein, Jungs. Boah, alle mit einem Streich. Ja, ich schieße ja schon drauf. Ist ja okay. Gerade so geschafft. Isaac, halt dich hoch. Komm, wir haben noch Medipacks. Okay, die sind schon mal hin. Boah, scheiße. Isaac, dann muss die Gun nach. Ey, ich bin doch zur Seite gerannt. Was soll denn das hier? Leute, das könnt ihr nicht bringen. Also gleich da drauf ballern. Jetzt kommen die Viecher raus. Die gelben Stellen, ja, ja, klar. Ich habe keine Medipacks mehr. Nein. Oh, zur Seite, Isaac. Nein. Oh, ich bin doch rübergerannt. Die Sonne blendet aber auch. Isaac hier neonmäßig, Matrix-mäßig die Brille von Neo aufsetzen. Oh, alle auf einen Streich. Habt ihr das gesehen? Geile Scheiße. Achso, jetzt muss ich darauf ballern. Habe ich es jetzt erwischt oder habe ich es nicht erwischt? Oh, nein, 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 nein. Oh. Immer in Bewegung bleiben. Ey, das ist gar nicht so einfach. Kann ich euch echt sagen. Komm, du scheiß Vieh. Nein. Jetzt ist es rot, oder wie? Isaac! Isaac! Isaac ist hin. Sollte das jetzt passieren, oder sollte das nicht passieren? Okay, es sollte passieren. Ich hoffe doch, dass das jetzt richtig ist. Ich möchte das nicht nochmal machen. Jetzt sind wir in der Magensäure gelandet, oder wie? Aber Isaac lebt ja noch. Ach du Scheiße. Ich habe keine Medipacks mehr, gar nichts mehr am Start. Aber ich muss auf jeden Fall darauf ballern. Erstmal nachladen, ne? Isaac, rüber. Sonst bist du gleich hinüber. Auf jeden Fall darauf ballern. Nein, das kann ja. Das wird nicht gut enden. Ich brauche Munition. Ich brauche unbedingt Munition. Aber viel ist jetzt hier nicht mehr. Oh, scheiße, ich bin gleich hin. Gut, dass ich noch Medipacks bei hatte. Also war auch blöd, dass ich wieder welche weggepackt hatte in der Bank. Ihr habt es ja gesehen am Anfang der Folge. Und jetzt bin ich wieder draußen. Ja, wir schmecken nicht. Wir sind ungenießbar, unverdaulich. Scheiße, was macht denn das Ding mit einer Session? Da sind wir wieder. Da ist Carver. Ihretwegen sind wir hier. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und
was immer das sein mag. Sie haben uns verraten! Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lange. Captain! Zurück, Sergeant! Das ist alles deine Schuld! Sie liebt dich nicht! Ja, ich würde sagen, das war's jetzt. In Ordnung, auf rumzuspinnen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Wie soll ich das Ellie erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Ja, wer auch immer sich das gewünscht hat mit Norton, jetzt habt das. Ich muss das ja so machen, also mir blieb nichts anderes übrig. Und den zerlatsche ich jetzt noch. Nicht, dass er nochmal aufsteht, ja? Es dient alles nur dem guten Zweck. Und es ist auch die ganze Munition weg. Nein, es gibt es doch nicht. Ich habe wahrscheinlich gar kein Medipack mehr. Hä, wo kommen denn die Medipacks auf einmal alle her? Ich habe doch hier etliche genommen. Okay, soll ich mich nicht drüber wundern. Wir nehmen es einfach hin. Kapitel 13. Nach den Sternen greifen. Klippen von Volantis. Und ich höre, wir könnten hier auch einen Suchabort losschicken. Das machen wir auch. Denn ihr wisst ja, Ressourcen und so können wir immer gut gebrauchen. Da können wir schon mal rein. Da müssen wir lang. Aber ich gehe erstmal hier rein. Und ich hatte die falsche Waffe drin. 1300 Schuss habe ich. Oh, oh, yeah. Was liegt denn da? Ach, das ist draußen. Na komm schon. Generator anwerfen. Wir wollen es hier drin warm haben. Da hätten wir nochmal eine Upgrade-Platine. Könnte ich jetzt noch was rauspacken? Gute Frage. Nee, ich gehe damit weiter. Das eine andere Scheißvieh kommt sicherlich auch noch bald. Diese Hydra da. Was aussieht wie so eine übergroße Spinne. Was ist das denn? Eine neue Waffe? Muss ich mir gleich mal angucken. Oder vielmehr ein neuer Bauplan für eine neue Waffe. Ja, ja. Wo haben wir es denn? Da ist er. Hun E1 Dax, okay. Ja, ob das so der Burner ist, weiß ich auch nicht. Egal. Wir haben den Bauplan. Jetzt geht's weiter. Da lag ja nichts mehr. Nee, da lag nichts mehr. Ich folge jetzt einfach mal den Kabeln. Da hätten wir auch Ellie. Isaac. Wo ist Robert? Ist er? Ich habe ihn erschossen, Ellie. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich... Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir vier übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir Sie zurück. Wenn Sie sich nicht zusammenreißen, sind Sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster! Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt! Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Denn nur zusammen werden wir auch Erfolg haben. Auf jeden Fall. Und auf jeden Fall werde ich die Folge jetzt erstmal hier beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und der eine oder andere von euch schaltet auch das nächste Mal wieder rein. Bis dahin sage ich schon mal Tschüss, Bye-bye und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Let's play!